In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen der Entwicklungspsychologie besprochen. Eine Hauptfrage der Psychologie ist jene nach den Ursachen des menschlichen Erlebens und Verhaltens während der gesamten Lebensspanne. Wie auch in anderen Teilbereichen der Psychologie gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für das gewonnene entwicklungspsychologische Wissen. So können beispielsweise in Erziehungsfragen Eltern, pädagogische Institutionen wie Kindergärten und Schulen auf Erkenntnisse zurückgreifen, wenn sie sich zum Beispiel mit unterschiedlichen bzw. abweichenden Erwartungen an den Entwicklungsstand und das Entwicklungstempo auseinandersetzen. Die Entwicklung des Menschen während seines Lebens kann in Form von Reifen und Lernen erklärt werden. Reifen stellt eine andauernde Veränderung der personalen Disposition, also der Persönlichkeit des Menschen dar. Hierzu gehören Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen aufgrund der biologischen Entwicklung des Körpers. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass das Nervensystem die Grundlage des menschlichen Erlebens und Verhaltens darstellt. Das Nervensystem mit seinem besonders bedeutsamen Bestandteil, dem Gehirn, kann als sehr komplex und vernetzt beschrieben werden. Diese Veränderung des Körpers dauert über die gesamte Lebensspanne an. Wenn man das biologische Entwicklungstempo mit jenem vieler Tierarten vergleicht, kann unter anderem festgestellt werden, dass der Mensch länger benötigt, bis er sich letztlich selber versorgen kann. Lernen ist eine Veränderung der personalen Disposition. In diesem Zusammenhang kommt es vor allem zur Veränderung durch den Einfluss der Umgebung bzw. Situation in Form zum Beispiel der Erziehung in Familie und pädagogischen Institutionen wie dem Kindergarten und der Schule. Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen werden dort unter anderem durch Beobachtung und Nachahmung gelernt. Man bezeichnet dies als sogenanntes Lernen am Modell. Es können mehrere Arten der Entwicklung unterschieden werden. Hier nur eine kleine Auswahl an Beispielen. Die körperliche, biologische Art der Entwicklung können in diesem Zusammenhang Veränderungen von Größe und Gewicht bedeuten. Motorische Entwicklungen bei allen Individuen, bei allen Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine gleiche Reihenfolge der Entwicklungsschritte, aber unterschiedliche Geschwindigkeiten aufweisen. Ein Beispiel für die geistige Art der Entwicklung könnten sein Veränderungen der Denkweise und der Einstellung und der Entwicklung von Sprache und Intelligenz. Ein Beispiel für die Art des Sozialverhaltens, für die Entwicklung des Sozialverhaltens wäre eine Veränderung zwischenmenschlicher Beziehung, wie jene beispielsweise zu Bezugspersonen über die Lebensspanne hinweg. Also zu Bezugspersonen wie der Mutter und Vater zum Beispiel. Ein Beispiel für die Entwicklung der Persönlichkeit wären unter anderem eine zeitliche Stabilität. Unterschiede zwischen Personen verfestigen sich eher und bleiben bestehen. Oder aber auch Veränderungen der Persönlichkeit durch traumatische Ereignisse oder durch das Erkennen einer notwendigen Anpassung an die Umwelt und die Erwartungen anderer Menschen. Die Entwicklungspsychologie versucht den Einfluss von Anlage, also biologischen, körperlichen Faktoren und Umwelt auf die Entwicklung des Erlebens und Verhaltens der Menschen zu bestimmen. Es gibt in diesem Zusammenhang einander widersprechende Vorstellungen und Aussagen von Denkerinnen und Denkern, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigt haben. Hier einige Vorstellungen dazu. Die Tabula rasa-Vorstellung. Der unter anderem von John Locke verwendete lateinische Begriff Tabula rasa bedeutet übersetzt leere Tafel. Die gleichnamige Ansicht bedeutet, dass der Mensch weitgehend ohne Vorwissen geboren wird. Diese Denkweise folgend stammt das erworbene Wissen aus den Sinneserfahrungen und die Bedeutung eigener Erfahrung wird deutlich. Nun zur Evolutionstheorie. Vertreterinnen und Vertreter dieser Theorie betonen die überaus große Bedeutung der biologischen Grundlagen, der körperlichen Anlagen für die Entwicklung des Menschen. Bestimmend für das menschliche Erleben und Verhalten ist die Notwendigkeit einer Anpassung an die Umwelt, um als Gattung über Generationen hinweg überleben zu können.
Nun zum Behaviorismus. Der Mensch gilt für Vertreterinnen und Vertreter dieser Sichtweise als Reizreaktionswesen. Über die Anerkennung des Vorhandenseins von Erbanlagen hinaus wird vor allem von diesem Ansatz ein großer Optimismus hinsichtlich der Lernmöglichkeiten vertreten. Der Mensch verändert seine personale Disposition und erlernt damit auch neues Verhalten, indem dieser in neuer Weise auf bestimmte Reize reagiert. Die Entwicklung des Individuums ist geprägt durch das Erlernen bzw. die Veränderung vom Verhalten in Reaktion auf bestimmte Reize. Nun zum integrierten Ansatz. Diese Sichtweise wird heute von Psychologinnen und Psychologen besonders häufig vertreten. Integriert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sowohl Anlage als auch Umwelt die Entwicklung des Menschen beeinflussen. Bedeutend für Veränderungen sind dementsprechend die Erbanlagen und die jeweiligen Situationen, in denen sich das Individuum befindet. In diesem Sinne können sowohl ungünstige Erbanlagen als auch negative Erfahrungen die Entwicklung des Menschen hemmen und einen für diesen unerfreulichen Verlauf nehmen lassen. Die Entwicklungspsychologie setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob die Entwicklung des Menschen weitgehend kontinuierlich verläuft oder ob es deutlich voneinander abgrenzbare Entwicklungsphasen gibt. Hier ein Beispiel für eine mögliche Einteilung der Entwicklung über die Lebensspanne hinweg: Kleinkindalter, Kindesalter, Jugendalter und Erwachsenenalter. Es werden zwei Arten von Phasen unterschieden. Das wäre die kritische Phase und die sensible Phase. Kritische Phasen zeichnen sich dadurch aus, dass diese die Voraussetzung für eine normale Entwicklung darstellen. Diese sind eine Voraussetzung für das Eintreten bestimmter Ereignisse bzw. auch bestimmter Umweltreize. So hat beispielsweise die Konfrontation mit Umweltreizen während der postnatalen, also der nachgeburtlichen Zeit, eine grundlegende und unverzichtbare Bedeutung für die Entwicklung des menschlichen Sinns. Darüber hinaus gibt es auch sensible Phasen. Es gibt also bestimmte Zeitabschnitte, die genutzt werden sollten, um eine möglichst optimale Entwicklung der Fähigkeiten ermöglichen zu können. So stellt beispielsweise das erste Lebensjahr eine besonders wichtige Zeit für die Entwicklung der Fähigkeit, mit anderen Menschen Beziehungen eingehen zu können, also Bindungsfähigkeit, dar.